Herr Bischof, vor 10 Jahren, genauer gesagt am 6. Dezember 2012, hat Sie der damalige Papst Benedikt XVI. Zum 78. Bischof von Regensburg ernannt. Können Sie sich noch daran erinnern? Wissen Sie noch, was waren Ihre ersten Gedanken, als Sie die Nachricht erreicht hat? Ich kann mich so ziemlich an Ihre Einzelheit erinnern. Es war ein ziemlicher Mix an Gefühlen. Auf der einen Seite natürlich stolz, dass man mir das zutraut. Auf der anderen Seite ein großer Respekt vor dem Amt. Ich war ja, was die Leitung von so vielen Menschen mit so vielen unterschiedlichen Behörden und Einrichtungen betrifft, ziemlich unerfahren. Ich kam ja von der theologischen Wissenschaft her. Und es hat mich getröstet, dass es auch schon andere Beispiele gab, beispielsweise eben auch Josef Ratzinger, der auch von der Universität her kommend dann in das Leitungsamt in München als Erzbischof hineingewachsen ist und auch andere Beispiele. Aber vielleicht ist es gut, wenn man vorher auch nicht alles weiß, was einen erwartet, sodass man beherzt die Sache anpacken kann. Ich habe damals ja in einer ersten Reaktion gesagt, der Heilige Vater, Papst Benedikt, hat mir zuerst seine Schriften anvertraut als Direktor hier des Instituts Papst Benedikt, dann sein Haus in Pentling und nun das Kostbarste, was er sozusagen jemandem anvertrauen kann, die Menschen im Bistum Regensburg. Und dieser großen Verantwortung wollte ich mich mit Haut und Haaren dann auch stellen. Das Hirtenamt ausüben, was heißt denn das konkret und mit welchen Herausforderungen ist es auch verbunden? Ja, Hirtenamt, das ist ein biblisches Bild, das zunächst einmal auf das Königsamt natürlich Bezug nimmt. Man darf das Bild nicht zu sehr pressen. Die Hauptaussage richtet sich darauf, dass einem Menschen anvertraut sind, denen man vorausgehen darf, deren Lebensumstände man kennt, wo man manchmal in der Mitte oder auch manchmal hinten gehen darf, so wie Papst Franziskus es sich ja immer wieder zu erläutern erlaubt, auch den Geruch der Schafe sozusagen anzunehmen. Aber mir hat schon als junger Kaplan jemand einmal in ein Buch hineingeschrieben, Hirte sein heißt nicht, andere zu Schafen zu machen, sondern die Berufungen, die Würde, die Begabungen, die jeder und jede der getauften und gefirmten Christinnen und Christen empfangen hat, auch als ein Geschenk anzunehmen und gemeinsam Kirche zu sein. Als Bischof und Nachfolger der Apostel natürlich mit dem verantwortungsvollen Aufgabenbereich, der erste Beter zu sein, aber auch Lehrer des Glaubens und eben auch als Hausvater letztlich für die weltlichen Dinge auch mitverantwortlich zu sein und dafür die richtigen Leute zu haben, die einem das dann auch abnehmen, aber die letzte Verantwortung liegt dann halt doch beim Bischof. In Ihren 10 Jahren im Bischofsamt haben Sie viel bewegt, haben unter anderem 2017 die Regensburger Sonntagsbibel herausgegeben. Was waren denn da so die Hintergründe und auch Ihr Anliegen? Mein erster Hirtenbrief, kann mich noch gut erinnern, hatte das Thema Förderung der Sonntagskultur, Heiligung des Sonntags. Wir leben als Christen vom Auferstehungstag her, wo sich seit den neutestamentlichen Ursprüngen die Schwestern und Brüder Jesu Christi zur Eucharistie versammeln. Und die Pflege des Sonntags, die Kultur, die sich um den Sonntag herum auch gebildet hat, wieder neu in den Blick zu nehmen und zu fördern, ist ein großes Anliegen. Und in diesem Zusammenhang steht auch die Sonntagsbibel. Ich wusste von längeren Beschäftigungen damit her schon, dass es da eine reiche Hausbuchtradition gibt. Die Tradition der christkatholischen Hauspostille, Goffiné oder Goffine, liebevoll genannt von vielen Leuten,
vielleicht eines der am meisten verbreiteten, am meisten gedruckten Bücher der Weltliteratur überhaupt. Dieses Buch war in vielen Familien daheim. Mit ihm hat man sich auf den Sonntag vorbereitet, vor allem in den Zeiten, wo die Verkündigung in der lateinischen Sprache war. Aber man wusste, wenn man sich am Vorabend oder die Woche über schon mit den Texten, die am Sonntag verkündet werden, beschäftigt hat, worum es geht. Und ich weiß aus vielen Erzählungen, auch aus dem familiären Umfeld oder auch von Papst Benedikt XVI. Etwa, dass das zum Familienritual in der Vorbereitung auf den Sonntag gehört hat. Und wir haben dann anknüpfend an diese Tradition, die ja durch das Zweite Vatikanische Konzil einer Erneuerung bedurfte, weil die Leseordnung ja auch anders geworden ist, wir haben ein Konzept entwickelt in Zusammenarbeit mit der katholischen Erwachsenenbildung. Da wurde hervorragende Arbeit geleistet. Und wir haben auch an Vorüberlegungen, die schon ein paar Jahrzehnte zurückliegen, wie ich dann entdeckt habe, auch ganz stark die regionale christliche Kunst mit einbezogen. Es sollte ja zu jedem Sonntag auch ein Bild aus der christlichen Kunst mit zur Vertiefung des Glaubens und zur Anregung, zur Besinnung abgebildet werden. Und in Zusammenarbeit mit dem Schnell und Steiner Verlag ist dann ein wirklich schönes Buch entstanden. Und es war mir ein großes Anliegen, es allen ehrenamtlichen Frauen und Männern in der Liturgie, in den Pfarreien persönlich zu widmen, zu dedizieren und eben auch handschriftlich zu signieren. Es ist dann eine Methode gefunden worden, wie das wirklich geklappt hat. Ich habe die Vorsatzblätter unterschrieben, fast 14.000, sodass jedes Buch sozusagen personalisiert ist und ein Unikat ist. Und ich erlebe bis auf den heutigen Tag eine ganz große Dankbarkeit von vielen Menschen. Ja. Und wichtig ist mir natürlich, dass das Buch nicht in den Schrank gestellt wird, sondern dass es irgendwo schön repräsentativ auch aufgeschlagen ist und dass es Woche für Woche umgeblättert wird und eine Hilfe ist zur Vorbereitung und zur Nachbereitung des Sonntags. Ein Thema, das Ihnen auch enorm wichtig ist und war, ist die Aufarbeitung und Aufklärung von körperlichem und sexuellem Missbrauch. Welche Meilensteine sind denn da im Bistum Regensburg auch gesetzt worden? Ja, es ist ein Thema, das mich sehr beschäftigt und auch belastet hat vom ersten Tag an. Ich bin froh, dass ich einen Bruder habe, der von der medizinischen Seite her hier vom Fach ist. Der hat mir von Anfang an geraten, die persönliche Begegnung, das Gespräch ist ganz zentral und die Betroffenen sollen spüren, sollen durch die persönliche Begegnung auch merken, dass sie gehört werden, dass auf sie geschaut wird. Das ist ja lange Zeit auch nicht passiert. Man hat ihnen nicht geglaubt. Als Repräsentant der Institution, in deren Kontext die Dinge passiert sind, kann man am ehesten zu einer Heilung beitragen oder vielleicht auch zu einer Befriedung. Ich habe dann, nachdem der ganze Trubel um den Katholikentag vorbei war, das wieder aufgegriffen und gemerkt, wir müssen hier noch viel intensiver daran arbeiten. Und es hat sich dann auch in der Zusammenarbeit mit dem Herrn Rechtsanwalt Weber eine Aufarbeitungsarbeitsgruppe gebildet. Und wir haben, denke ich, in einer guten Kooperation zwischen Domspatzen, Bistum und Vertretern der Betroffenen, wir haben ein Vier-Säulen-Modell entwickelt, auch gewartet mit der Publikation, bis wirklich ein Ergebnis da war, haben das dann vorgestellt. Und das hat, glaube ich, schon dazu beigetragen, eine Befriedung, vor allem auch im Blick auf die Domspatzen, herbeizuführen. Jedenfalls erfahre ich von vielen Seiten, dass das schon Maßstäbe gesetzt hat. Und ich bin selber sehr froh, dass wir da zu einem guten Ergebnis gekommen sind. Das Bistum Regensburg grenzte unter anderem auch an die Tschechische Republik an. Wie wichtig ist Ihnen denn die Partnerschaft und auch die Verbindung zum Bistum Pilsen? Ist mir sehr, sehr wichtig, nicht zuletzt auch deshalb, weil, wie Sie ja wissen, ich familiäre Wurzeln im mittlerweile eben Bistum Pilsen habe.
Meine Mutter stammt aus Gladrau. Das gehörte damals noch zum Erzbistum Prag, aber das Bistum Pilsen ist ja dann nach der Wende sozusagen herausgelöst worden vom Erzbistum Prag. Und so gehört es eben jetzt, der Geburtsort meiner Mutter, zum Bistum Pilsen. Und es war von Anfang an klar, dass da eine besondere Beziehung natürlich besteht. Ich musste ja nicht auch bei Null anfangen. Es war ja schon durch meine Vorgänger eine enge Beziehung. Und ich kannte auch Bischof Radkowski schon von früheren Besuchen eben in der Heimat meiner Mutter, aber auch in der Heimat meines Religionslehrers in der Nähe von Karlsbad. Und so war es natürlich auch selbstverständlich, dass ich Bischof František Radkowski eingeladen hatte, bei meiner Bischofsweihe mir mit die Hände aufzulegen als einer der Mitkonsekratoren. Und dann haben wir viele schöne Stationen auch miteinander erlebt und diese Verbindung auch vertieft. Höhepunkt war sicher die gemeinsame grenzüberschreitende Wallfahrt im Rahmen des Katholikentags. Ich habe ja versucht, auch beim Katholikentag noch einige eigene Akzente mit einzubringen. Und das war damals ein Novum, das hat es in der Geschichte der Katholikentage meines Wissens da noch nicht gegeben. Aber dass wir eben auch eine Form der Volksfrömmigkeit damit einbezogen haben. Und da kamen fast 3000 Pilgerinnen und Pilger. Und wir haben da in Neukirchen beim Heiligen Blut an diesem herrlichen Spätfrühlingstag dann ein richtiges Fest auch miteinander gefeiert. Aber ich war dann natürlich auch bei der Bischofsweihe des Nachfolgers, Tomasz Holub, dabei. Und im letzten Jahr haben wir den neuen Erzbischof von Prag miteinander eingeführt. Viele so kleine grenzüberschreitende Wallfahrten oder Jubiläen habe ich da vor Augen, wo wir beisammen sind. Ich habe es sogar geschafft, einmal in tschechischer Sprache bei einem Jubiläum die Messe zu feiern. Und man hat mir freundlich gesagt, dass man es sogar verstehen konnte. Ja, also meine Mutter ist eben Sudetendeutsche und es war Tschechisch eine Fremdsprache natürlich. Und es ist auch nicht einfach für mich. Aber ich habe mir auch alle Mühe gegeben. Und ja, so haben wir ein gutes Miteinander. Herr Bischof, blicken wir noch ein bisschen in die Zukunft. Was haben Sie dann in den nächsten Jahren so vor und was für Impulse wollen Sie auch noch fürs Bistum Regensburg so setzen? Ja, wir sind weltweit in den weltweiten synodalen Prozess eingebunden. Das Anliegen von Papst Franziskus wollen wir ganz stark aufgreifen, dem es darum geht, alle vorhandenen Gremien, Strukturen synodal zu beleben und zu vertiefen. Das heißt, miteinander unterwegs sein, aufeinander hören, miteinander ringen, auf das Wort Gottes hören, hören, was der Geist uns sagen will, wie wir Kirche auch in Zukunft lebendig, überzeugend, charmant sein können, ohne auf den Anspruch des Evangeliums und auf die großen Verheißungen zu verzichten oder hier auch einen Glauben Leid draus zu machen. Das ist der große Impuls, den wir von Deutschland auch in den weltweiten synodalen Prozess einbringen. Daneben, oder das schließt sich damit vielleicht auch an, ein ganz starker Impuls in Richtung Ehrenamtsentwicklung. Wir haben mit der Frau Blatnik hier eine ganz engagierte Frau, die sich da mit vollem Elan und ihrem ganzen Herzblut einbringt. In diesem größeren Kontext habe ich ja auch die Initiative von Papst Franziskus aufgegriffen, der ein altes, neues Ehrenamt, Antiquo-Ministerium heißt ja das Schreiben, wo es erläutert wird, wo wir das aufgreifen, Katechistinnen und Katechisten auszubilden, also Frauen und Männer ab dem 23. Lebensjahr, also das kanonische Alter, die dafür eine Berufung spüren, die wir in einem zweijährigen Kurs ausbilden wollen, sprachfähig machen wollen, in Teilbereichen, was halt ehrenamtlich möglich ist, Teilbereichen der Seelsorge, der Verkündigung auch mit bischöflichem Auftrag eingesetzt zu werden. Da kann die Ministrantenbegleitung, Sakramentenvorbereitung, aber auch Krankenbesuchsdienst, Wallfahrtsbegleitung, Leitung eines Bibelkreises, Leitung eines Gebetskreises, Förderung von Hauskirche
und verschiedene andere Bereiche, die da möglich sind. Wir sind hier sozusagen Pioniere, ja, und bin auch sehr, sehr dankbar hier wieder der katholischen Erwachsenenbildung, die ich damit beauftragt habe, hier ein Curriculum zu entwerfen. Und wir werden eng begleitend das anschauen und versuchen, auch im Gehen dann zu lernen, wie das werden kann. Herr Bischof, vielen Dank für das nette Gespräch. Schön, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben. Ich danke.